Startvorbereitung. Alle schlüpfen in die Startschuhe und dann heißt es ab dafür. Last seconds here before this race and even the downpour can't dampen Olympic spirits as the athletes line up for a shot at the end final. And they're off here, no surprise, an early lead up USA, the world champion and Olympic champion, Nevin Harrison. Oh ja, und jetzt geht's aber auch in der Mitte des Feldes ab wie die Feuerwehr. Das sind die drei Boote, die Dame aus Amerika hier unten auf der drittletzten Bahn und das blaue und das gelbe Boot in der Mitte des Feldes aus Portugal und aus Spanien. Sie sind voll mit dabei. Anja Jaco from Spain leading the charge now. The Tokyo Olympian has got a bronze at the last World Cup and she is on top form. But keep an eye on the Maple Leafs of Canada. Sophia Jensen, the U23 athlete, looking so strong, starting to almost pull ahead of the rest of the field. Only three spots through. Croatia has something to say about it as well. Starting to pull ahead of the USA will be Canada across the line first, followed by Spain and Croatia. Und jetzt sind wir gespannt, denn auch die Amerikanerin Harrison hier unten auf der Bahn 7 war noch nah dran. Aber ich glaube, Andrea, du hast es schon gesagt, es hat nicht gereicht. Ich glaube, es ist das B-Finale für die Dame aus den USA. Wir warten die offiziellen Zeiten ab. We have the results here. It is Canada first, Spain second, and USA third. Amazing upset here. Thank goodness we have the photo camera. Barely anything between her and Croatia. Croatia, France, and Portugal. We'll see them in the B final. So, und das lässt noch ein Semifinale über. Die erste bis dritte jeweils im A-Finale, die vierte bis sechste im B-Finale und der Rest dann auch.